Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat und zu einem neuen Video zu iOS 16 und zwar der Beta 4. Ich habe ja eine Weile pausiert, weil ich auch im Urlaub war, aber jetzt steigen wir wieder voll ein. Die Beta 4 ist da und ihr seht, sie ist aufgeschlagen mit 1,4 GB, war also schon eine recht große Update-Größe. Und ich hatte vor dem Update frei 45,66 GB und hinterher 49,8. Sehr beachtlich, ne? Da wurde also verflixt viel freigeräumt. Aber die große Frage ist ja immer, was gibt's Neues in iOS 16? Und ich will ein paar Dinge mit euch durchgehen. Starten wir direkt mal mit iMessage. Nein, wir starten nicht mit iMessage, sondern mit den Live Activities im Sperrbildschirm. Ja, was soll denn das sein? Naja, das hier ist zum Beispiel mal jetzt mein Sperrbildschirm. Da ist noch keine Live-Activity zu sehen. Ich zeige euch mal eine. Das können Entwickler nun nämlich einbauen. Ich gehe einfach mal hier in die ganz standardmäßige Uhren-App rein, starte einen Timer und dann gehen wir mal auf den Lockscreen und ihr seht, ta-ta-ta-ta, ja, was haben wir denn da? Hier, da wird der Timer angezeigt, sogar mit extra Funktionstasten. Ich kann Pause machen, kann weitermachen, könnte den Timer hier einfach abbrechen. Und solche Geschichten können Entwickler nun für ihre Apps einbauen. Das ist eine coole Sache. Dann kann man hier irgendwelche Live-Informationen auch direkt auf dem Lockscreen haben und muss nicht immer extra in irgendeine App reinspringen. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant und echt sehr vielversprechend. So, abgebrochen und weiter geht's. Kommen wir jetzt zu iMessage. Hier gibt es auch was Neues. Ich schicke einfach mal eine Nachricht ab und wir können ja Nachrichten jetzt hier auch im Nachhinein bearbeiten, indem ich einfach hier drauf tippe, dann auf Bearbeiten gehe und dann kann ich hier ja das Ganze nochmal abändern und das geht bis zu 5-mal und 2 Minuten hat man Zeit, um das Ganze dann zu ändern. Und dann steht auch hier unten drunter, ihr seht, bearbeitet und wenn ich da drauf gehe, sehe ich sowas wie eine Historie. Wie sah die Nachricht denn zuerst aus? Also zuerst Test, jetzt Test 2 und jetzt könnte ich sie auch direkt nochmal bearbeiten. Machen wir es doch mal, nenne ich sie mal eben Test 3. Okay, na, wo muss ich drauf? Hier, so. Und dann sieht man das mit der Historie. Test, Test 2, Test 3. 2 Minuten Zeit, maximal 5 Änderungen pro Nachricht sind hier möglich. Wir haben ja auch eine schöne Ansicht für die AirPods Pro jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so ganz neu war. Auf jeden Fall ist mir das hier eben aufgefallen. Und ihr seht schon, schöne Ansicht, Akkustandsanzeige und so weiter und so fort. Transparenz, Geräuschunterdrückung, Rechts-, Links-Einstellungen, was man alles so machen kann. Und ich hatte eben noch ein Pop-up gehabt, einen Splash-Screen. Und zwar wurde mir dann angeboten, hier personalisiertes 3D-Audio. Also, ich gehe mal davon aus, dann wird noch mal ein bisschen das Ohr vermessen oder sowas, damit das noch ein tolleres Erlebnis wird. Habe ich gerade eben erst gehabt, wollte ich noch erwähnen. Auch in der Musik-App wurde etwas verändert, beziehungsweise mehr in der Anzeige der Musik-App auf dem Lockscreen. Ich habe hier einfach mal was laufen, Ton ist natürlich aus und dann gehen wir mal auf den Lockscreen und ihr seht, ja, die Anzeige hier ist größer geworden. Das heißt, man sieht jetzt das Artwork wesentlich größer und da hat sich so ein bisschen was getan in der Anzeige. Wie ich finde, sieht sehr schön aus, sehr, sehr gelungen. Bleiben wir kurz auf dem Lockscreen. Wenn ihr hier ein neues Widget hinzufügen möchtet, dann habt ihr nicht nur das Plus hier in der Ansicht, sondern da steht jetzt auch Widget hinzufügen. Kann ich mal drauf gehen und dann können wir uns hier irgendwas Passendes raussuchen. Also auch das so ein ganz kleiner Tweak, der hier hinzugefügt wurde. Ihr seht, es gibt schon eine ganze Menge zu entdecken und bestimmt noch einiges mehr. Aber ich will jetzt mit euch mal auf die Leistung zu sprechen kommen. Die Geekbench-Werte, schauen wir uns die mal an. Da ist der Geekbench 5, genau. Ich habe natürlich alles laufen lassen und wir schauen mal kurz rein. Die aktuellen Werte im CPU Geekbench 886 im Single-Core und 2225 im Multicore. Verglichen mit den vorherigen Betas sehen wir, da hat sich im Single-Core gar nicht so viel getan. Aber im Multicore ist es ordentlich vorangegangen. Da hatten wir letztes Mal am 20. Mai mehr Power drin gehabt. Also das geht schon mal in die richtige Richtung. Und der Metal-Score, der GPU-Benchmark sozusagen, der steht bei 4037 Punkten. Und auch dort einmal der Blick in die Vergangenheit, der uns zeigt, das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert, vielleicht sogar der höchste, den ich je gemessen habe. Ich messe den Metal Score ja noch gar nicht so lange und wir schauen,
Tatsächlich, das ist der größte Metal Score, den ich je hier gemessen habe. Also wirklich, da geht's in die absolut richtige Richtung. Und ich muss sagen, mit iOS 16 geht's wirklich in eine interessante Richtung. Man kann so viel mehr nun tun, was natürlich auch bei manchen vielleicht schon fast eine kleine Herausforderung wird, da man sich da erstmal dran gewöhnen muss. Aber ich denke, das wird doch eine sehr interessante Sache. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit der Beta 5 von iOS 16, sobald sie eben dann da ist. Für heute wäre es das gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal, euer MeAppleCat. Macht's gut!